Opfer-Abo, das ist das Unwort des Jahres. Die fünfköpfige Jury um Sprecherin Professor Dr. Nina Janich wählte es aus über 2000 Einsendungen und 1000 verschiedenen Wörtern aus. Der von Wettermoderator Jörg Kachelmann in mehreren Interviews erwähnte Ausdruck stellt Frauen pauschal unter den Verdacht, sexuelle Übergriffe und damit verbundene Gewalt zu erfinden. Aufgrund der Tatsache, dass nur rund 5% der tatsächlichen Opfer Anzeige erstatten, hält die Jury den Gebrauch des Wortes für besonders inakzeptabel. Weil wir dieses Wort für sozusagen eben, ja, weniger in den prominent in den Medien, sozusagen in der Debatte der Unwortdiskussion, aber sozusagen für ganz besonders schlimm halten angesichts eben dieses Tatbestandes, dass so wenige Frauen tatsächlich sexuelle Gewalt anzeigen und dann noch viel weniger eigentlich vor Gericht kommt. Neben dem Titelträger Opfer-Abo landeten die Ausdrücke Pleitegriechen, ein besonders vom Springer Verlag geprägter Begriff, sowie Lebensleistungsrente auf den vorderen Plätzen. Freiwilliger Schuldenschnitt ist zudem noch das Börsenunwort des Jahres. Mit der Wahl zum Unwort des Jahres zielt die Aktion jedoch nicht unbedingt darauf ab, diese Begriffe gezielt vermeiden zu wollen. Andererseits sind wir auch nicht so blauäugig, dass wir denken würden, dass die Wörter, die wir zum Unwort erklären, wenn sie irgendwie verwendet werden, dass die dann nicht mehr verwendet würden. Also ich denke, Peanuts zum Beispiel, ein altes Unwort, ist ja ein Beispiel dafür, dass es eher vielleicht sogar durch die Aktion mehrfach verwendet wird, so als geflügeltes Wort. Und ich glaube, Dönermorde ist der einzige Ausdruck, der seitdem nicht mehr offiziell verwendet wird. Obwohl am häufigsten eingesendet, wurde das Wort Schleckerfrauen nicht näher in Betracht gezogen, da die betroffenen Angestellten sich selbst so titulieren. Die Jury, die das Unwort des Jahres seit 1991 wählt, besteht aus Sprachwissenschaftlern verschiedener Universitäten sowie Journalisten.